Wenn das keine Mode ist, das ist ja alles modig. Okay. Vergänglich geht wieder, aber modig. Aber du kannst ins Fernsehen schauen, schau im Fernsehen überall. Oder Zeitung, überall, das sind so Modefrasen. Weißt du so? Ja, Toleranz. Hey, Toleranz. Man muss jetzt Toleranz sein. Sag ich das hochinteressant. Hey. Nein, ich bin in der Fußgängerzone. Hey. Ich bin in der Fußgängerzone, kommen Sie auf mich los. Okay. Sind Sie auf mich zugegangen. Sind Sie tolerant? Ich hab den bloß angeschaut. Hey. Ich hab gesagt, Spezi. Dass wir uns klar verstehen. Für meinen Bedarf glanz, habe ich gesagt. Hey. Ich konnte sie nicht mehr hören. Tolerant. Ich konnte sie nicht mehr hören. Ich sag, dass ich Allergie ist. Ich konnte sie nicht mehr hören. Aber weißt, ich sag's ihnen schon. Ich sag's ihnen dann schon. Weil sie sind jetzt blöd, sie wissen es ja nicht. Woher sollen denn die das wissen? Woher denn? Hey, primitiv bis da oben, aber Toleranz. Weil sie wissen gar nicht, was das heißt. Was heißt denn Toleranz? Hey? Und ich sage ihnen, hey? Ich habe ihn nur noch angeschaut und gesagt, er ist haarscharf an meiner Intoleranz vorbeigegangen. Dann habe ich gesagt, ja, sag ich, du weißt ja gar nicht, was das heißt, sag ich, Toleranz. Das ist doch ein Fremdwort. Du kein deutscher Begriff. Das ist doch ein, ja, sicher. Ja, was heißt denn Toleranz? Was heißt denn das? Ha? Was heißt denn Toleranz? Hey? Toleranz, das ist nämlich, das heißt, wenn man es übersetzt ins Deutsche, dann heißt Toleranz so viel wie tolerieren. Ja, ja, natürlich. Ja, das ist so viel wie, wie sagt man, etwas ertragen, etwas aushalten. Das heißt das. Das ist ein uralter Begriff, ich weiß nicht, die Mittelalter oder die Römer. Es kommt daher, wenn ein Mensch früher, wenn sie einen gefoltert haben, okay, ja? Und er hat's überlebt. Dann war der tolerant. Ja, das ist das. Ja, ja, daher kommt das. Ja, muss man doch ein bisschen. Ja. Außerdem sage ich immer, ich mein, kein Mensch kann doch bloß tolerant sein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich muss doch im Leben mal einen Standpunkt haben. Ich kann doch nicht nur tolerant sein. Den ganzen Tag vom Frühstück bis zum Ding. Tolerant, das gibt's doch nicht. Nur ein Rindfisch ist nur tolerant. Hey, ich muss doch irgendwann im Leben einmal Nein sagen können. Wenn er sagt, sind Sie tolerant? Dann sage ich, nein. Hey. Und wenn der sagt, ja, warum nicht? Dann sage ich, das geht durch einen Scheißdreck an, sage ich. Hey. Ich muss doch einen Standpunkt haben, Toleranz. Das ist doch ein Begriff. Toleranz, das ist kein Mensch, nicht einmal die Viecher, nichts ist immer tolerant. Nein, gibt's ja nicht. Beispiel, wenn ein Mensch, sagen wir mal, ein Mensch, ne, der frisst, sagen wir mal, eine Leberknödelsuppe. Hey, mit drei Knödel drin, hey, Brezen dazu. Dann anschließend sagt er so, und jetzt mag ich ein Schweinshaxen. Ne, noch einmal drei Knödel, hey, Erdäpfelsalat dazu, noch eine Breze. Hey, dann sagt er so, und jetzt habe ich einen Appetit. Nein. Hey. Dann frisst er einen Apfelstrudel, Vanillesauce drüber. Nein. Was saft er dazu? Naja, was saft er? 11,5 Weißbier. Hey. Ja, zum Apfelstrudel nicht. Da will ich einen Beaujolais. Nein. Nein. 4 Schoppen Beaujolais. Nein. Und als flankierende Maßnahmen, sagen wir 14 Obstler. Aber sein Magen toleriert. Und wieder. Und wieder ein anderer, der sauft einen Kamillentee. Ja, warum? Weil der Magen nicht mitzieht. So einfach ist es. Die Menschen sind auch verschieden, die Menschen sind einmal verschieden. Es gibt Leute, die tolerieren das, der andere das nicht, das ist doch verschieden. Ja, wie zum Beispiel der Hinrenner Rudi. Ja, der weiß genau, wo die Toleranz aufhört.
Nein? Der Rudi sagt, na, freilich sagt das, der Rudi sagt es an jeden. Freilich sagt das, der sagt das öffentlich, der sagt, was willst du mit den scheiß Ausländern? Nimmst der Gorsel, alle aussehen, gell? Tritt in den Arsch, raus mit den Ausländern, das sagt der Rudi. Jetzt sag ich, bitte, ja? Das muss gar verstehen. Das muss nicht unbedingt meine Meinung sein. Das ist dem Rudi seine Meinung. Aber ich toleriere, was er sagt. Mal unter uns gesagt, ich könnte es ja manchmal beweisen, dass ich tolerant bin. Ich habe es nicht notwendig, aber ich könnte es beweisen. Ich könnte, wenn ich wollen darf, ich will gar nicht. Ja, warum? Ne? Wie lange wohne ich jetzt schon da? Ha? Wie lange bin ich jetzt hier ansässig? Hey, seit fast 40 Jahren. Hey, und da hinten wohnt die Familie Böhm. Der Böhm, die wohnen da drüben. Da wohnen sie. Da nisten die. Hey. Familie Böhm, 4 Kinder. Mehr brauche ich nicht hinzuzufügen. In der heutigen Zeit, wer das zahlt, weiß ich nicht. Wer das zahlt, weiß ich nicht. Der Papst zahlt es nicht. Der Böhm, der karnickelt vor sich hin, verstehst du? Und wälzt seine Probleme auf die Allgemeinheit ab. Hey? Da könnte man über Toleranz reden. Hey? Das heißt, was backen, das heißt tolerieren. Ja? Zum Beispiel, nur ein Beispiel, könnt ihr da stundenlang. Ich schaue mir das Fußballspiel an. Gell? Bayern, ich muss gleich hinzufügen, ich bin ein Bayern-Fan. Gell? Schau mir Fußball an, ich bin überhaupt, muss sagen, ich bin für den Sport. Gell? Ich habe mir ein Tragel Bier hingestellt. Nein? Sag, schaust du dir das Bayern-Spiel an? Ich habe meinen Trainingsanzug angezogen. Gell? Und schaust du mal das Spiel an. Gell? Schon nach circa 10 Minuten steht der Ding vorm Tor, vorm Kahn. Ich denke noch, Kahn, Wahnsinn, wo steht der Stempfalsch? Hey, ich will nur sagen, in dem Moment der andere zieht aus, zack, ist das Bild weg. Ich hab mal, die kriegen ein Herzkasperl. Hey, switche wie ein Narr. Nichts zu machen, switche wie ein Narr. Hey, ich denk, das gibt's doch nicht. Auf einmal habe ich diesen Karl Moik im Bild. Ja, es ist ja auch wurscht, ich meine, wie der Trütsch. Also, ich meine, irgendso, die sind ja alle. Da war auch schon drin, ne? Aber nicht in dem Spiel. Ne? Auf alle Fälle, ich denke, das gibt's doch nicht. Okay? Ich habe auch nichts gegen den Moik. Normalerweise, wenn der in Peking singt, das geht in Ordnung. Okay? Aber der Moik hat doch im Strafraum nichts verloren. Jetzt pass auf, und so geht es die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn eine Torschance war, zack, war der Moik wieder drin. So, und jetzt erzähle ich dir den Hintergrund, weil darum geht's ja, was wir bereden. Worüber reden wir eigentlich? Hey? Das war der Kleinste von den ich bin. Hey? Ist der Kleinste. Hey? Der Sauhund, der Verreckte. Hey? Man sagt immer, Kinder sind unschuldig. Ja, der nicht. Ja, schau dir doch einmal dieses Watschengesicht an von dem Kerl. Hey. Ich sag immer prophylaktisch links und rechts hinein, sag ich. Hey. Und dem ist wohlgetan, sag ich. Hey. Hat sich der Sauschratz vor mein Haus hat er sich hingestellt, okay. Schaut ihm einen Zaun drüber, schaut mir ins Wohnzimmer, sieht, dass ich das Fußballspiel sehe. Okay. Und jetzt mal, wenn eine Torschanze war, hat man der von außerhalb mit einer Fernbedienung in den Strafraum reingemalt. In dem Moment, wenn ich den Kerl erwuschen hätte, hey, den hätte ich da garnt. Hey? Nein, aber da kommt natürlich meine Frau wieder, dann ist sie da. Ja, da ist sie da. Da musst du tolerant sein. Das sind die Kinder, die machen ihre Streiche, da musst du tolerant sein. Ich sage, ich bin doch tolerant. Wenn ich nicht tolerant bin, ich grüße diesen Böhm seit über 40 Jahren, obwohl das mein Nachbar ist. Ich sage, ja, ich kann da stundenlang erzählen.
Man war Weihnachten. Nur Stichwort Weihnachten. Okay? Erster Feiertag. Ich schaue mir eine Sendung an, die hat geheißen, Moment, junge Polinnen zur Toleranz gezwungen. Ja, ich habe mir gedacht, eine Dokumentation, ne? Kann man sich ja mal anschauen. Okay? Ich habe gleich das Rollo runter. Okay? Schau mir die Sendung an. Ich weiß, es ist eine Schamlosigkeit. Es ist nur noch nackte Weiber, dass man sagt, ist das denn ein Skandal? Okay? Was da im Fernsehen, zu was man heute gezwungen wird, sich anzuschauen. Okay? Ich habe es auf Video aufgenommen. Okay? Weil ich es am Hinrennen Rudi zeige, okay? Weil er hat ein bisschen Vorurteile gegen Polen, okay? Schau mir das widerwillig an, okay? Jetzt pass auf einmal an der Haustür, okay? Sturm, ring, ring, ring! Sturmleitz, ne? Noch einmal, ring, ring, ring! Ich schreie noch meiner Frau, ja, mach halt auf! Ne? Weil ich konnte ja nicht weg. Ne? Aber meine Frau, da nimmst du das Pulver, da schlaft sie dann. Ne? Statt dass sie sich mal sowas anschaut, vielleicht kannst du was lernen. Ja, auf alle Fälle. Ich gehe zur Haustüre, reiß sie die Tür auf und wer ist rast? Keiner. Kein Schwanz. Ich hab den Braun schon gerochen, ich hab das schon der Schnuffelt, worum es da geht. Hey? Nein, ich hab das schon. Nein? Aber vor mir, hey? Vor mir ein Paket brennt lichterloh. Hey, Stichflamme, hey, ich bin gerade erschrocken, ich wollte es nur mit dem Haxen wegstessen. Nein? Aber dann kennte ich mir mein Haus an. Hey, also, was tun? Hey, in dieser Geistesgegenwart, Gott sei Dank, habe ich es löschen können. Hey, Gott sei Dank. Jetzt pass auf, ich habe mir gedacht, na, die Abrechnung kommt schon noch. Ganz ruhig bleiben. Ich habe gesagt, Richard, hey, lass dich zu nichts hinreißen. Hey, auch in Palermo braucht man seine Zeit. Hey, Vendetta will gut Weile haben. Okay? Geh wieder ins Haus, ne? Jetzt pass auf, ich geh in mein Haus, ne? Denk mal, Entschuldigung, den Ausdruck. Das stinkt nach Hundescheiße. Der ganze Teppichboden voller Hundescheiße. Haben diese Böhmkrüppel, okay, einen Schuhkarton voll mit Hundscheiße aufgefüllt? Die haben einen Labrador daheim. Hey, haben das Ganze mit Weihnachtspapier umwickelt, Spiritus drüber oder einen Verstärker. Hey, und haben mir praktisch den Scheiße vor meinem Haus flambiert. Ne? Und dadurch, dass ich. Das überlasse ich deiner Fantasie. Hey, ich sag. Ohne Übertreibung. Ich bin den Böhmkrüppel in dem Moment, wenn der Wuschen hätte, mein Schädel hätte ihn reintaucht, bis dass er da stickt. Hey? Und den Kadaver hätte ich am Böhm über den Zaun drüber geschmissen. Hey? Dann kann er recyceln, wenn er will. Nein? Aber dann, natürlich, dann kommt sie. Nein? Dann ist meine Frau, da ist sie. Ja, da ist sie da. Da muss der Toleranz sein, da muss der Toleranz sein. Das sind Jugendliche, die wollen ihre Streiche machen, die sind noch jung. Sag ich, Moment einmal, sag ich, ob diese Bagage am Toleranzkonto im grünen Bereich ist, das zweifle ich an. Hey, ich zweifle das an. Und jetzt sag ich dir noch was. Und da sag ich hier, hey, irgendwann reißt der Faden. Verstehst du? Dann kann es sein, dass er reißt. Hey, und dann ist Schluss. Und dann kann es passieren, dass man durchzieht. Und seine Alten einmal, wenn ich aufstreiche, dass er einen Purzelbaum schlagt. Hey? Das kann passieren. Hey? Sicher ist das normal. Aber du sagst heute einmal laut. Hey? Entschuldigung, ich habe zu meiner Frau ein sehr gutes Einvernehmen. Wir verstehen uns im Grunde blendend. Hey? Ich sag meiner Frau auch immer wieder, ich habe sie erst wieder gesagt. Ich sag Spatzl, die Tatsache, dass du so selten eine fängst, da brauchst du dich doch bei mir nicht zu bedanken, sag ich. Hey? Ich sag, ich ertrage dich bisweilen, obwohl ich gar keinen Grund dafür habe.
Sag, wenn es überhaupt einen Grund für Dankbarkeit gibt, dann bedanke dich bei meiner Toleranz.